Meine Fresse, Alter, ist das viel Geld. Das hört gar nicht mehr auf, hier so ein richtiger Geldtornado. Aber das Motto ist, willst du ganz weit oben stehen, musst du dir dein Geld jetzt nehmen. Was ich damit meine, alles in diesem Video. Ja, lasst ein Like, ein Abo da für mehr Videos. Ansonsten kommt jetzt das Intro und wir sehen uns gleich. Euer Sold Eye. Now turn up. Boah, hast du das gesehen? Das ganze Geld am Anfang? Alter Schwede, das sind noch tausende von Scheinen, die darunter geflogen sind. Erstmal tief durchatmen. Okay, Thema des Videos ist, wie mache ich am meisten Schaden beim Boss, beziehungsweise bei dem Event die Flüsterer, und dort sind ja die Bosse. Wie kann man am meisten Schaden machen? Das in diesem Video. Und zwar gehen wir, oder zeige ich euch erstmal die ganzen Truppenarten. Zuallererst die Nahkämpfer, da seht ihr, die haben einen Angriffsschaden von 136. Ja. Dann kommt natürlich die Kavallerie mit einem Angriffsschaden von 157 und die Scharfschützen mit einem Angriffsschaden von 181. Warum zeige ich euch das? Also hier spielt es keine Rolle, ob du T1, T2, T10, T11 oder den T800 hast. Ja, spielt keine Rolle, weil egal welche, ob du T1 hast, da haben die Scharfschützen trotzdem den höchsten Angriffswert. Ja. Warum zeige ich euch das? Wie gesagt, Scharfschützen haben die meisten Angriff. Und hier in diesem Event bräuchtest du ein Scharfschützenteam, also ein Chemie-Team, was den Bonus für die Scharfschützen erhöht. Ne, das seht ihr hier im Hintergrund. Ich bin jetzt aktuell dabei, wie ihr hier seht, Laura, Princess und Mercer auf Level 100 zu bringen. Und wenn ihr ein Team habt, also ein Chemie-Team, was die Scharfschützen unterstützt, achtet darauf, dass ihr auch einen Husky habt, der, wie gesagt, auf Scharfschützen ausgerichtet ist, mit den entsprechenden Fähigkeiten. Ja? Und da kommen wir zu dem Thema Geld, weil ja, ein goldener Husky, dafür musst du tauschen. Ja? Zum Tauschen brauchst du Rubine. Es nützt aber nichts, wenn du da mal 10.000 Rubine ausgibst und tauschst. Du musst da schon richtig viel tauschen, damit du überhaupt einen legendären bekommst. Und du kommst auch nur in den Ranglisten nach oben, wenn du halt groß bist. Ja, wenn du Ezekiel hast oder wenn du einen Sword hast. Ja, das ist Wahnsinn. Also ich mache aktuell einen Angriffsschaden von 397.000 pro Runde. Und das mit T9, und das finde ich schon akzeptabel. Ja. Nächstes Mal kommt ein Video über PvP und PvE Gegner. Ja. Welche Truppenarten sind dort am besten? Beim PvP und beim PvE Kampf, ja, und ich versuche das euch mal ein bisschen näher zu erklären, weil ich sehe viele große Spiele, die haben zwar viel Geld ausgegeben, die haben zwar alles, aber da fährst du dir am Kopf und denkst, oh meine Fresse, Alter, die haben so gute Helden und die mixen das, die nutzen nicht den Bonus oder gucken auf den Gegner, was für eine Truppenart er hat. Die hauen da einfach alles rein nach Namen, ne? Governor, der klingt cool, Negan klingt cool und Ezekiel, und packen die drei rein, die haben keine Chemie, gar nichts, ne? Und da kommt ein anderer, der hat Chemie mit Ezekiel und Kavallerie und greift den Nahkämpfer an und besiegt ihn, ne? Weil Kavallerie schlägt natürlich die Nahkämpfer, ne? So einfach ist das. Aber wie gesagt, dazu in einem anderen Video, mal gucken, wann das kommt. Ja, wenn ihr hier Fragen noch zu habt, zu den Flüsterern, gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über Like und Abos freuen. Ja? Und ja, bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Besiegen des Bosses. Bis zum nächsten Mal, euer Sold Eye.